Ein SSL-Zertifikat wird beispielsweise beim Surfen im Internet eingesetzt. Ist die Kommunikation zwischen dem Server und Browser, also zwischen Website-Besucher und Online-Geschäft, verschlüsselt, zeigen Browser ein Schlosssymbol als Sicherheitsindikator an. Um solch eine verschlüsselte Verbindung aufzubauen, wird ein SSL-Zertifikat benötigt. SSL-Zertifikate lassen sich in die folgenden Typen und Sicherheitsniveaus unterteilen: Domain-validierte, organisationsvalidierte und erweitert validierte Zertifikate. Der große Unterschied liegt in der Identitätsprüfung des Antragstellers. Am weitesten verbreitet sind domainvalidierte oder DV-Zertifikate. Sie bieten die niedrigste Sicherheitsstufe, diese beinhaltet keine Identitätsprüfung. Das höchste Sicherheitsniveau bieten sogenannte erweitert validierte oder EV-Zertifikate. Hier erfolgt eine erweiterte Identitätsprüfung, das sorgt für Sicherheit auf Online-Banking-Niveau. Zum Einsatz kommen sie entsprechend vor allem bei Banken und Versicherungen. Ein Vertrauensdienst der Anbieter wie die D-Trust prüft zuerst die Zuordnung der Website und die Existenz des Eigentümers. Außerdem muss sich der Inhaber anhand vertrauenswürdiger Quellen wie einem Handelsregisterauszug ausweisen. Zusätzlich zum Domain-Check und der Organisationsvalidierung beinhaltet die Prüfung bei EV-Zertifikaten einen individuellen Identitätsnachweis des Antragstellers. Dabei wird geprüft, ob diese Person tatsächlich bei der Organisation angestellt ist und ein EV-Zertifikat erwerben darf.